Moin Leute und willkommen zur nächsten Folge Back to the Future, zurück in die Zukunft. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir jetzt Papiere zustellen. Wegen der Vorladung, genau. Diese Vorladung ist aber ein bisschen über so Kette. Wegen der Vorladung. Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Warum sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie, ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Du könntest erschossen werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinen Papst widerspreche. Irgendeine Idee, wo wir Arti finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Okay. Was weißt du über Arthur McFly? Was weißt du über Arthur McFly? Zertifizierter Buchhalter, machte seinen Abschluss 5 Jahre vor mir an der Hill Valley High. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie kam es, dass er jetzt mit Kit Tennant zu tun hat? Wer weiß, manchmal kommen Menschen unverschuldet in eine Situation und schaffen es nicht heraus. Was wissen wir über Kit Tennant? Warum eigentlich ein Raketenbauer? Was ist mit Kit Tennant? Was wissen wir über ihn? Ja, er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tennant. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Irgendeine Idee, wo wir Arti finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Sonny Crockett! Ja. Okay. Oh, ich habe eine Idee. Einstein? Schieb doch mal an Arthurs Hut. Hey, Aini, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Natürlich, es ist Einstein. Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Ha, déjà vu. Stimmt, da hat Edna gewohnt. Da wohnt Edna, also in der Zukunft. Ja, wer ist da? Es ist mit Fleisch. Ich weiß. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung. Ein andermal. Bis der Boss dir erlaubt zu gehen? Wetten, egal was ich mache, es kommt immer wieder, bis der Boss sagt, ich darf gehen. Was kriegen nun? Wir denn jetzt Kit Tennant dazu, hierher zu kommen oder so? Oder den anzurufen? Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Ich bin Ihr Enk, der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen mein Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ein andermal. War ja klar.
Wo ist Kit Tennen jetzt? Was? Rathausplatz verlassen? Ja, bitte doch. Aha. War ja klar. So. Was? Was? Steuerung, ja. Sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Schnapp ihn der Matches. Dann bist du doch die Ratte. Kacklein. Hier, guck. Stumpf. Komm da runter, du Mistkerl. Sofort! Das ist ein Befehl! Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln! Oh, 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 oh! So ein. Oh, 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 oh! So einfach kommst du nicht. Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Du machst es nur noch schlimmer. Je länger du da oben bleibst, umso langsamer werde ich dich ausweiten. Einstein! Hilfe! Hey, hau ab! Hau ab! Dich in Ruhe, Hund. Du bekloppter Köter! Wir sind beschäftigt. Raus! Verschwinde! Hey! Wo ist der hin? Haha! Du hast ihn entwischen lassen, Idiot! Idiot, Mann! Mach die Augen auf! Alles klar! Also, wenn das jetzt nicht die Lösung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das muss die Lösung sein. Der wäre niemals mit uns mitgekommen. Und so sauer wie der ist, hätte er auch nicht für uns da angerufen. Oh, hallo, danke. Und eigentlich können wir froh sein, dass wir noch leben. So. Summer. Was nun? Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch! Wo ist Kit? Easy. Arthur McFly. Hey! Arthur? Was? Das ist ja wieder reingegangen. Vielleicht hätte ich gleich mit der Vorladung losschießen sollen. Ist nicht dein Ernst. Ich dachte, er bleibt zumindest draußen stehen, jetzt wo er draußen ist. Was nun? Dass er gleich wieder wortlos reinrennt? Kann da kein Mensch ahnen. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist ja, Kit. Achso, ich kann das auch überspringen. Wir haben es ja gesehen. Huch. Huch! Wo ist Kit? Sag ich dir nicht. Hier eine Arthur-Vorladung. Für Arthur McFly. Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kit Tennen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Aber Kit wird mich töten. Dummer, dummer Artie.
Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott, oh Gott. Läuft. Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Na endlich. Doc, du bist bald frei. Doc! Ich geh los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Ob das wirklich klappt, Doc? Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark? Wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destillationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflex in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Mm. Cool. Kalt? Nein, heiß. Extrem heiß. Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Ball hier pumpt. Noch Fragen? Ja. Emmett! Versuchen die zwei Totenbeutel auf meinem Rasen! Heiliger Bimbam, das ist mein Vater! Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu kaufen. Oh. Kümmere dich um die Reaktion, ich versuche ihn abzuwimmeln. Kümmere dich um... Wow, können wir nicht einfach von vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät, die Reaktion läuft schon. Keine Sorge, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber... Was? Ich komme, Vater! Was? Vater! Nichts kam mit Vater, Junge! Es mag dich schockieren, Paps. Aber nicht jeder kann falsch werden. Elektrische Kurbel reden. Bremst mich zu etwas, das ich nicht bin! Gasdruck? Druck? Drängen? Da brennt ein Feuer in mir, das nicht mit einem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann. Okay. Sehr gut. Jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut. Wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm ein wieder Viertel? Her. Das heißt, du musst es noch dreimal machen? Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber auf, es wird Zeit für eine Diät. Das wird schneller. So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Was soll man loslassen? Das Tuch ablassen. Weißt du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Das wäre das Aquarium. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Feuer. Ein guter Anfang. Okay. Das ist keine Nahrung für den Geist, Nahrung. Das ist Haferschleim. Ah, die Hälfte ist geschafft. Oh Gott. Es wird noch schneller. Mach weiter so. Okay. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Aber, nein, das ist doch falsch. Wieso hörst du mir nie? Ich hab doch, ich stand doch vor dem Ding. Ja, das ist verpufft. Achte genau auf meine Betonung. Ich hab nicht. Nimm dich den Rücken zu. Ach. Kura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Was ist nötig, um dir Feuer unter deinem undankbaren Hinterteil zu machen? Was? Jetzt bin ich verwirrt. Was? Ja, ich achte auf deine Methoden. Was hast du getan? Mit niemand. Aufgeblasene Säcke. Los,
lass nicht deine ganze Vergangenheit in Flammen aufgehen. Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Die Vorfahren drehen sich gerade im Grabe auf. Drehen? Moment, wo ist das Ding? Was? Ich hab doch... Pass einfach auf, was ich sage. Emmett, ich bin noch nicht fertig. Oh Gott. Krieg das nicht hin. Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann? Warum lässt du dich so auf? Ach so, wegen Futter reinschütten. Okay. Och nö. Ich dachte, du bist... Ja, bla. Muss schwer sein jetzt hier. Hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich das Feuer recht ist. Habe. Hallo. Jetzt nimm, mach doch... Ich probiere das jetzt mit Maus und Tastatur. Nee, das geht nicht besser. Nichts an Emmet! Ja, bla bla bla, Emmet. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Blitz. Würde dich das glücklich machen? Versuchst du mir etwas die Worte im Mund umzudrehen? Aber ihr wird nicht sagen, dass du mir das Feuer erfunden hat, Paps. Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Deine Mutter und ich sind gestorben. Das heiße Luft mit Dampf ablassen. Achte genau auf meine Betonung. Ja, ich könnte spüren, das habe ich getan. Oh nein, nicht spielpausieren. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Druck! Du bist ein Kind, du weißt gar nicht, was Druck ist. Nein. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Voll ein guter Anfang. Was geben sie dir in der Schule zu essen? Du siehst aus wie ein Skelett. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Den von Braun ist Diener der Gerechtigkeit. Sei der göttliche Funke, die Menschheit erhält, Emmett. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Überschütten. Vater, wieso hörst du mir nie zu? Nein, diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend, Vater. Spannend? Emmett! Fast geschafft! Oh Gott sei Dank! Emmett! Einmal noch! Ich komme, Vater! Je hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Nein, ich habe aus dir geklickt. Nein. Was hast du getan? Ja, ich habe aus Versehen geklickt. Tut mir leid. Scheiße. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Feuer. Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird Runde das mal wieder ein Monolog? Drehen. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Füttern? Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Na, ich hab den Schafblasenmagen. Pass einfach auf, was ich sage. Scheiße. Ja, auf zu labern. Gas. Mann. Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. So. Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Mikroorganismus? Diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend. Spannend muss doch nicht der Strom. Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Was du mich ablassen? Was? Ich schaff das heute noch.
Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Ja, dachte ich auch. Komm, nochmal. Ich bin keiner von deinen Leuten. Du bist herumwirbelt wie Brummkreise. Ja, musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Nein, das ist wieder fallen. Nein, doch nicht. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann? Schön. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Wirbel. Aufgeblasene Säcke. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Schocken. Alter, jetzt wird's aber echt schnell. Wie mich das innerlich auffrisst? Auffressen? Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Druck? Alter, ist aber gut, oder? Ich fürchte, wir müssen das später klären, Paps. Meine Suppe kocht gleich über. Was? Das war nicht alles, junger Mann. Junge, okay. Zuletzt war das aber. Diese Diskussion hätten wir schon vor langer Zeit führen sollen. Wir. Oh. Oh. Eureka! Eureka! Wir müssen nur noch diesen guten alten Raketenbohrer auftanken und dann können und wir... ich nehm's und dann los. Aber wollen Sie es nicht erst testen? Keine Zeit. Der letzte Zug nach Washington fährt gleich ab. Oh, richtig. Sie müssen dieses Baby zum Patentamt bringen. Ja, klar. Sag mir, Sunny, wann wird sich das Patentamt melden? Oh, in ungefähr, ich schätze... Ich kann das nicht. Hä? Hä? Emmett, ich bin nicht vom Patentamt. Ich verstehe nicht. Ich habe dich angelogen. Das wollte ich nicht, aber nur so konnte ich dein Vertrauen gewinnen. Jemand ist in Schwierigkeiten. Jemand, der mir nahesteht. Der uns beiden nahesteht. Ich kann dir nicht sagen, wer, aber ich muss ihn retten. Heute Nacht. Und dafür brauche ich deine Erfindung. Oh. Ist jetzt mal gut? Ich komme wieder. Versprochen. Ich und muss die Folge beenden, Leute. Du wirst ein großartiger Erfinder. Die ist schon viel zu lang. Aber ich habe auch eben den ein oder anderen Fehler gemacht. Warte! Das Gas bei etwa 8 halten. Alles klar. Danke, Doc. Jetzt kommt noch eine mega lange Videosequenz. In Ordnung, Doc. Ich habe den Bohrer. Jetzt holen wir sie da raus. Leute, wir pausieren das Spiel hier und beenden die Folge. In der nächsten Folge geht es dann mit der Videosequenz weiter. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen da und tschau.